Nächster Redner ist Walter Rauch. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Ja, der Kollege Stammler hat in seiner Wortmeldung vorher gesagt, und Sie haben sie lobend erwähnt, Grün wirkt. Das ist richtig. Wo wirkt Grün? Grün wirkt bei der Nova, bei der Nova-Erhöhung am 1. Juli. Eine Österreichsteuer sondergleichen, sondergleichen. Man sieht ja, Sie applaudieren, der Koalitionspartner senkt die Köpfe in den eigenen Reihen, weil sie dementsprechend auch hier über den Tisch gezogen wurden. Da wirkt Grün, und das sind Kosten und Mehrbelastungen für die Bürger, die in dieser Art und Weise so nicht tragbar sind. Wo wirkt noch Grün? Grün wirkt im Verbot des Verbrennungsmotors. Da wirkt auch Grün. E10, E-Fuels. In diesem Bereich arbeiten Sie in allen Bereichen gegen die Wirtschaft, gegen den Standort von Österreich und auch gegen den Autocluster in Österreich, den wir in der Steiermark haben, auch in anderen Teilen von Österreich. Und hier wirkt Grün. Und ein Punkt noch, ein wesentlicher, bei der E-Mobilität. Jetzt gerade aktuell online der Artikel der Presse vom Herrn Busseck, der Industriellen Vereinigung für die Nutzfahrzeuge, und sagt, das ist ein Millionengrab. E-Mobilität wird ein Millionengrab. Ich zitiere nur. Warum wird E-Mobilität ein Millionengrab? Was er sagt, weil wir in dem Bereich nachhaltig, vor allem mit den Batterien und mit den Fahrzeugen, nicht wissen, was wir tun sollen am Ende des Tages. Und das wird das ja recyceln. Aber es gibt noch kein einziges Unternehmen in Österreich, der diese E-Mobile recyceln kann. Und das wird das Hauptthema sein für die Zukunft und vor allem auch für die Wirtschaft und auch für den Standort. Und hier, glaube ich, sind Sie auf einem Weg, vor allem auf der Einseitigkeit, wo Sie sich befinden. Sie haben eine einseitige ideologische Politik und sonst nichts. Und das ist das Hauptproblem, weil Sie nicht flächendeckend gesamt Umweltpolitik mit Hausverstand machen. Und das ist das Problem. Betont Walter Rauch von der FPÖ.